Hier schreit eine Polizistin einen 5-jährigen Jungen an. Zuvor haben sie und ihr Kollege das Kind beschimpft, schreien immer wieder: Deine Mama soll dich schlagen. I wish you would. Sit down. Der Vorfall ereignete sich bereits am 14. Januar 2020. Die Bodycam-Videos der Polizei wurden erst jetzt veröffentlicht. Die Polizei wird zur East Silver Spring Grundschule gerufen. Ein 5-jähriger Junge ist aus der Schule ausgebüxt. Einen Block entfernt finden die Beamten das Kind. Ich will nicht gehen, hört man den Jungen zwischen Weinen und Hustenanfällen sagen. Er wird schließlich zurück zur Schule gebracht. Im Büro der Schulleitung weint er jämmerlich. Aus dem Nichts schreit die Polizistin dem Kind mehrfach direkt ins Gesicht. Immer wieder fallen Sätze wie: Ich hoffe, deine Mama lässt mich dich schlagen, und Beschimpfungen. Schließlich trifft die Mutter des Jungen ein. Vor den Augen der Mutter werden dem verstörten Jungen Handschellen angelegt. Für die Leute, die nicht zuhören wollen und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, ist der Kommentar des Polizeibeamten. Letztlich fallen immer wieder Sätze wie: Ich hoffe, sie schlägt dich, wenn du nach Hause kommst, denn du hast es so sehr verdient für dein Verhalten. Und du warst furchtbar. Nach dem Vorfall geht bei der Montgomery County Police Beschwerde über das Verhalten der Beamten ein. Die Ergebnisse einer polizeiinternen Untersuchung sind nach dem Gesetz von Maryland vertraulich. Fest steht, dass die beiden Beamten weiterhin bei der Montgomery County Police beschäftigt sind. Der Junge hingegen hat den Vorfall nicht so einfach weggesteckt. Er ist wegen eines Traumas in Behandlung, hat Albträume und riesige Angst vor der Polizei. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.